So, das war das Intro-Video und das vom Spiel und das Intro-Video vom Spielstart. Das waren dann wahrscheinlich auch die einzigen Videos, die ihr sehen werdet. Aber sonst gibt's keine Videos im Multiplayer. Oh. Nicht so wirklich. Wenn es mal Freeware wird, wäre es vielleicht mal Let's Playen, so als Einzelspieler. So, erstmal Verbindung zum Host aufbauen. Was super funktioniert. Ist so gut funktioniert es bei keinem anderen Spiel, oder? So, und da sind wir wieder im Spiel. Kannst du mir gleich mal deine Rüstung geben und so weiter? Bitte. Zieh dich aus, Kleine! Da. Was für den Scheiß. Da. 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 Ich nehme mal meinen Stab. Ich lege meinen Stab wieder ab. 25% Chance zum Erkennen. Ich habe eine Keule für dich, willst du die haben? Nein. Verdammt, das ist misslungen. Das hat 10% Betäuben. Na und, ich mache magisches Feuer. Mehr oder weniger. 2-4 Schaden hat das. Ja, ich mache Fragezeichen Schaden. Weitergehen, weitergehen! Halt's Maul, ich geh, mach was ich will! Komm her! Na, jetzt hast du Angst und läufst weg, ja. Feiges Schwein. Was machst du? Ich komme. Gehen wir wieder über die Brücke? Nee, ich. Hey, das ist eine hässliche Frau. Ich hab jetzt nicht nur zu voll von der Brücke. Stinkende Diebe bemächten sich der Stadt! Ach. Hast du gehört? Hier gibt's angeblich Diebe in der Stadt. Kannst du dir das vorstellen? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ihr haut was, sagt ihr? Geht weiter. Ach, ich sag überhaupt nichts. Geht weiter. Was sollen wir denn hier klauen? Was lohnt sich davon? Intellekt, Moment. Also da brauche ich jetzt 14.560. Hilfe! Ich wow! Statt 14.560 brauche ich jetzt nur noch 14.480. Mit 29 statt 28 Intellekt. Bei. Leichte Waffen auf 5 zu bringen. Hilfe! Was hast du bei leichte Waffen für eine Stufe? Ah! Scheiße, dann geht's, dann kann ich nicht vergleichen. Wie viel du so brauchst, da ist ein Dieb. Der brennt! Ach ja, Erfahrungspunkte werden übrigens nicht geteilt, wie ich im Internet gelesen habe. Das heißt, wer zuerst kommt, der kriegt auch die Erfahrungspunkte, also wer den tötet. Und heilige Scheiße! Die ganze Brücke. Gut, die Bürger da halten die Stellung, also da brauchen wir nicht lang gehen. Speichern? Ja, ich speichere mal. Und noch einen dritten und vierten und fünften und sechsten. Hm, die sind gerade mit der Wache beschäftigt. Moment. 4, 3. Hast du ja Zeit, okay. Ist nicht so, dass wir es irgendwie eilig hätten. Ich hab. Okay, also nicht da lang. Obwohl, die sind gerade mit den Stadtwachen beschäftigt, ne? Na, dann hol ich aber mein Buch raus. Oh oh. Die werfen auf mich, die werfen auf mich. Ach, das täuscht. Hast du einen Trank schon auf die Tasten gelegt? Das musst du nämlich wieder machen. Also ich musste das nicht wieder machen. Echt? Ja. Ja, weil du Hauptspieler bist. Ist ja auch mein Speicherstand. Ich bin tot. Aber ich kann auch einen Trank trinken, während ich tot bin. Ich kann auch nur springen, während ich tot bin. Toll. Ja, jetzt mach ich mal. Ich wollte mal gerade Retzen demonstrieren. Du bist der Host. Das wird noch ein sehr langes Let's Play werden. Together. Ach ja, richtig. Das macht es nicht besser. Naja, geringfügig. Wahrscheinlich wird dadurch automatisch die Gegneranzahl verdoppelt oder so. Ja, bei Diablo ist es so. Hm. Da werden die dann einfach schon ein bisschen stärker. Da solltest du das nächste Mal genau drauf achten. Also da gehen wir nicht lang, haben wir gesagt. Geht weiter. Ja. Bitte einfach da hinten die ignoriert, ne? Was ist denn das? Forgotten Inn und Kavern? Tavern meine ich. Gehen wir da mal rein.
Haha, wir sind drin. Kann ich euch helfen? Ja, mein Name ist Gilea. Ich arbeite hier in der Schenke zum Fernheim. Was kann ich für euch tun? Ich rede mal mit der Gilea. Leider ist es hier im zum Fernheim ziemlich ruhig geworden. Das Gerede vom Krieg hat alle in Angst und Schrecken versetzt. Die meisten Bewohner haben ihre Häuser versperrt und sind aus Fernheim geflohen. Sie fürchten, dass hier bald alles im Blut versinken wird. Blut? Und all das, um die machthungrigen Gelüste von Männern zu befriedigen. Wir Schwestern müssen da zusammenstehen. Ich dachte, ihr könntet eine von uns werden. Würdet ihr gerne der Schwesternschaft beitreten? Soll ich der Schwesternschaft beitreten? Ich werde drüber nachdenken. Ich verstehe. Nun denn, viel Glück auf euren Reisen. Fernhain ist in gefährlichen Zeiten wie diesen ein sicherer Zufluchtsort. Sie hat mich gefragt. Fürst Davenmore und Fürst Grimgrab sind erbitterte Feinde. Also, und der Krieg scheint kein Ende zu kennen. Ich kann ihr nicht beitreten. Bist ja auch keine Frau, Schwuchtel. Ja, man sagt, dass Fürst Grimgrab widerwärtig und verdorben ist. Sein Atem stinkt vom Leichengeruch all jener, die er abgeschlachtet und niedergemetzelt hat. Den mag ich. Fürst Davenmore scheint nicht mehr er selbst zu sein. Ich fürchte für die Sicherheit von uns allen. Sobald ihr der Schwesternschaft beigetreten seid, kann ich euch mehr sagen. Nö, erstmal miete ich kein Zimmer. Warum denn nicht? Ist doch schön. Schön, euch wiederzusehen, Freund. Wir haben noch gar nicht Willkommen gesehen. In der Schenke zum Fernhain. Hier gibt es das alte rote Garbier. Das beste Bier, das man für Geld kaufen kann. Sagt mir einfach, wenn ihr einen Humpen haben wollt. Wollt ihr vielleicht ein Zimmer mieten? Nee, ich will ein Bier. Was kann ich dann für euch tun? Ich erzähle euch gerne davon, während ihr einen Krug rotes Garbier trinkt. Das kostet 5 Goldstücke. Wollt ihr zahlen? Ich trinke ein Bier. Die Dinge stehen nicht gut für Fahrer. Ich habe mit jemandem gesprochen, der angeblich mit jemandem sprach, der einen Freund hat, der einen Seher kennt, der zu diesem cellistischen Orden gehört. Und er hat mir gesagt, dass er ihm gesagt hat, dass ihm sein Freund gesagt hat, dass der gesagt hat, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ah, nur 5 Gold. Ich erzähle euch gerne davon, während ihr einen Krug rotes Garbier trinkt. Das kostet... Ihr findet den Tempel des zelestischen Ordens drüben im Kloster von Fernheim. Ja, wir haben's doch. Die Ecke. Dort gibt es einen magischen Altar, der Wunden heilen kann. Ist praktisch, wenn ihr mal verletzt werdet oder so. Wenn man es nochmal hören will, will er wieder 5 Gold haben. Ja, aber wir sollten diesen Tempel aufsuchen. Da gibt es einen Altar, der Wunden heilt. Ich erzähle euch, Tempel? Man sagt, dass die Seher vom zelestischen Orden in die Sterne blicken und sie wie ein Buch lesen können. Und dass alles, was passiert ist und jemals passieren wird, in den Sternen geschrieben steht. Wenn ich so daran denke, läuft mir ein Schauer den Rücken herunter. Man sieht sich, Freund. Bitte, Freund, Spasti. Kann ich töten? Ey, wo ist der hin? Schön, euch wiederzusehen. Ich bin mal rausgegangen. Benötigt ihr irgendetwas? Ja, eine größere Waffe. Kann ich euch helfen? Halt's Maul. Oh. Wo bist du? Wo bin ich? Türen kann ich nicht öffnen. Ich bin draußen. Den Rauf. Ich komme! Schön, euch wiederzusehen, Freund. Außerdem, was hast du wegen 5 Gold? Oh, du prügelst dich schon wieder. Aber wo prügeln? Ich muss meine Tränke wieder auf 1 legen. Brennt an! Scheiße. Ey! Ey! Und der Scheiß! Bleibt mir fern, ihr seht gefährlich aus! So sieht's aus, Kleines! Arschloch! So, weiter geht's! Ratten! Ich höre Ratten hier, ich sehe keine. Ich hasse Abschaum in den Straßen. Ja, dann mach was dagegen, du Spasti. Da hinten sind sie, bei der Wache. Hier gibt es nichts zu sehen. Ratten! Ich denke, wir werden keine Geldprobleme haben, so die Gegner hier wieder schlachten. Das stimmt. Obwohl, bei dem Trankverbrauch könnte es doch Schwierigkeiten geben. Aber die kriegen wir auch wieder um Gegner. Kriegt man einen Trank?
Schmecket meine Magie! Oh. Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben. Schlag ihn mal, ey! Schlag jemand anders, du Spasti! Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben. Wenn du mich nochmal schlägst, dann reiß ich den Kopf ab! Die klingt immer noch so scheiße wie beim letzten Mal. Mein Sprecher ist ein unfähiger Vollidiot. So, was suche ich jetzt überhaupt? Für den voll falschen Menü! Verdammt, das sind schon wieder Ratten! Was machst du überhaupt? Nix. Lass mich raten, du bist tot! Lass mich raten, läuft von den Waffen weg! Wagt es nicht, die Waffe gegen mich zu erheben! Guck mal, die Stadt wagt es mal. Nicht, die Waffe gegen mich zu erheben! Würde ich auch gern mal! Kommst du immer, ey! Der hat mich geschlagen! Speicher mal! Bevor die nächsten kommen. Zu spät! Ist da hinten noch irgendwas? Da ist eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Ha! Exotische Tür! Die kommt aus dem Ausland! Na, Goni ist das. Eine Tür! Kommen wir da durch? Ja, Drogen! Du hast gefragt. Das Spiel steht, also kommen wir da durch. Drogendanz! Techno! Utz, 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 utz. Itz, 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 itz. Hast du auch Musik, wo der Bass-Gitarrist nicht im Urlaub ist, so Spasti? Oh, was zur Hölle? Ja, danke schön. Okay, wir dürfen des Ladens also nichts drücken. Da kommen sie. Wo? Ah, ja. Wow, die werfen mit Zeug auf mich. Ha, ich hab ein Schild. Ich mach den Fernkämpfer. Vielleicht macht er auch mich. Das weiß ich noch nicht. Ich mach ihn. So, der beim schnellsten Schiff drücken. Herrenhaustür. Wo ist die Frauenhaustür? Wir sollten vielleicht nach jedem Gegner speichern. Ah, Fledermäuse! Oh, das ist ja böse. Das sind diese unbesiegbaren Mistviecher. Aber die machen nicht so viel Schaden, wenigstens. Problem ist, oh. Ja, vielen Dank. Immer wieder. Ich habe ja genug Tränke, zum Glück. Schön, dass man euch so, mal wieder in der Apotheke sieht. Was? Warst du schon mal in der Apotheke? Da bin ich gerade. Ja, da oben, ne? Ja. Ich bin Chana, willkommen ja, in der Apotheke. Nicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Da kann man handeln! Hier in der Apotheke halte ich viele ja, Tränke und Elixiere bereit, ja. Um eure Wunden oder andere Leiden zu lindern und zu heilen. Zudem führen wir hier noch ein paar besondere Kräuter und Pulver, aber die können gefährlich sein. Ich gebe sie daher nur an ganz spezielle Kunden ab. Lasst mich es wissen, wenn euch irgendetwas interessiert. Ja, die Kräuter und Pulver haben spezielle magische Eigenschaften. Ihr kennt sie vielleicht unter dem Namen Höllenkartals, aber ich halte sie nur auf besonderen Wunsch einiger weniger Kunden vorrätig. Bei unsachgemäßem Gebrauch können sie sehr gefährlich werden, Krankheiten oder Blindheit verursachen und zuweilen sogar zum Tode führen. Oh, klingt ich will gar nicht weiter darüber reden, weil die Leute leicht falsche Vorstellungen über mein Geschäft entwickeln. Die Tränke und Elixiere sind vor allem für jene überlebenswichtig, die gegen die feindliche Kriegsmaschinerie kämpfen, denn so sie benötigen am dringendsten Heilung. Wer ohne sie unterwegs ist, ist wirklich arm dran. Da ihr offenbar sehr an den Höllenkartals interessiert seid, will ich sie euch zeigen. Ich habe keine Rezepte und sie sind nur hilfreich, wenn sie mit Bedacht angemischt werden. Vielleicht könnt ihr bei jemand anderem mehr über dieses Thema erfahren. Kann ich da auch Fahrzeug verkaufen? Verkaufen. Jawohl. Ich verkaufe einfach mal. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ja, mache ich auch. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert.
Sie will aber nicht alles sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Scheiße! Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Was Falsches verkauft? Ich weiß nicht. Ich habe diese normalen Stäbe, wie ich hier einen trage. Die kosten 62. Da hatte ich noch so einen anderen Stab. Da habe ich gedacht, das wird dasselbe, nur in andere Farbe. Der hat 1250 gekostet. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Kann es sein, dass ich das Zeug, das ich gerade trage, auch verkaufen kann? Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ein paar Schriftrollen. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr zu meinen Kunden zählt. Gute Reise. Verdammt, ich schön, hab mein dass Schild man euch verkauft. Mal wieder in der Apotheke sieht. Schön, Jetzt euch wie kann ich euch zu Diensten sein? Verdammt, ihr habt mein Schild mitverkauft. Aber sie können die Gegenstände auch erkennen, das ist auch gut. Echt? Ja. Cool. Muss auf Erkennen gehen, dann wie es. Kannst Moment. Auch reparieren. Ja, Moment. Moment, Abbruch. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr zu meinen ja, Kunden ja, reist. Schön, dass man euch mal wieder Geld, in der Apotheke geile Schlampe. Sieht. Hey, ich hab's selbst geschafft, ihn zu erkennen. Nein! Nimm den Stab wieder auf! Stärke 10. Ich brauch noch eine Stärke. Nee, ich hab Stärke 10, was? Magieschlag. Schlaf 25%. Hä? Ich krieg automatisch Strafe? Ist ja scheiße. Schön, dass man euch mal wieder in der Apotheke sieht. Ich bin nackt. Macht ihr das geil? Also ich sehe dich nicht nackt. Verdammt. Wo sind die jetzt hin? Schön euch wiederzusehen. Halt's Maul. Erkennen. Erledigt. 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 Reparieren. Erledigt. Ja. Erledigt. Erledigt. Meine Handschuhe sind kaputt. Erledigt. Kaufen. So, kaufen wir noch ein paar Heiltränke, so 10 Stück. Erledigt. Das war's erstmal. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr zu meinem Moment. Ausrüsten, Schlüssel. Der Helm sieht lustig aus. Ich weiß aus. Es zu schätzen, dass ihr zu meinen guten ja, ja. Reise. Schön, dass man euch mal wieder in Dieser der Apotheke sieht. Ältere da. Plus 2 gibt er. Müllbehälter. Wieso? Leichter Helm. Moment. Rüstung. Stärke 10. Dann nehme ich doch lieber den und mein Schild. Oh, da kriege ich ordentlich Straf drauf gebrochen. Schön, dass man euch mal wieder in der Apotheke sieht. Schön, euch wiederzusehen. Verkaufe ich lieber. So, tschüss, hä? Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass sich ein anderer dafür interessiert. Ich bin mir sicher, dass du nervst. Also die Fresse. Zielschild. Das klingt schon eher nach. Kaufen. Erledigt. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr zu meiner Gute Reise. Schön, dass man euch mal wieder in der Apotheke sieht. Haha! Ich bin so schlau. Schön, euch wiederzusehen. Ich will Wie nicht kann mehr ich reden. Euch zu Diensten sein? Gute Reise. Ich will in ein Hinterzimmer und ihr alles Schön, klauen. Schön, dass man euch mal wieder in der Apotheke sieht. Fertig? Jo. Gut. Die Dietriche kannst du haben. Warte mal. Wann denn jetzt?
Und der Schlüssel. Ach, also. Also, das erstmal. Den Quatsch brauche ich nicht. Jetzt muss ich den ganzen Schrott wieder mit mir rumtragen. Eben willst du einen Pilz haben? Ah, Schlangen! Du machst das schon. Leck mich! Meine Erfahrungspunkte! Stirb! Brennt! Renn damit nieder! Renn, ich bin vergiftet! Ich bin auch vergiftet. Toll. Ja, so.